Oder nicht die Konsistenz, sondern die Feuchtigkeit. Feuchtigkeit. Ne? Bei Stampflehm fehlt einfach noch ein bisschen was. Ne? Aber das ist durchaus was, was man beim Auszug. Ja. Da ist wirklich sehr fett, der Boden hier. Das ist nicht typisch für Erfurt. Normalerweise ist der nicht so fett. Der Ruckenstein ist normalerweise extrem fett. Ne? Ich würde jetzt maximal, das kann man auf der Baustelle auch gut machen, mal hin, weißt du, und nur ein bisschen antäuschen, gar nicht mal viel. Hier könnte man sehr schön so mit Eimerchen arbeiten, die genau, weißt du, einfach schut und dann rein. Gut aus, mit deinem, wie das auch bei den Adobes genau, passt, ne? Also nicht mit einen Eimer finden, was genau diese Menge hat hier. Und ich denke, wo man darauf achten muss, ist, dass die nicht mal jetzt unten, also das Problem wird sein, die Kanten, ne? Sowas hier. Ja. Ne? Und wenn, gerade wenn das so stückig ist. So. Das, ich glaube, das ist das, ja, wo es dann auch dran scheitert oder eben nicht. Ne? Ja. Dass die Kanten wirklich gut stabil sind, ne? Ja. Wenn du so aus. Aber der, ich meine, guck mal, die Erde ist eigentlich zu fett. Ja, wenn diese Klumpen da, ist das eigentlich. Ja. Ja, so, jetzt die Richtung. Prototyp, ne? Jetzt. So. So, jetzt mal langsam an, den wir kaputt machen. Jetzt drückt der von unten dagegen. Wechsel. Kommt nach oben, das Zeug, ja. Der Stempel von unten drückt hoch, genau. Ja, also es ist nicht so einfach zu ziehen, oder? Viel Kraft, ja. Also mein Gewicht ist drauf. Das ist Wahnsinn, ja. Soll man bis ganz runterziehen, Stempel, oder wie ist das? Würde mir keiner sagen. Stefan hat es auch noch nie gemacht. Aber ich denke, du musst schon. Im Grunde genommen nicht mehr gehen, ja, ne? Es ist halt, normalerweise musste das Ding fest sein. Ne? Ich denke schon, dass es runter muss. Dann kommt es irgendwie, dass es nicht mehr weitergeht. Ne? Ein Stück dann hier auf. Ne? Das hat vielleicht auch was mit der Mischung zu tun, ne? Dass wenn die zu fest ist irgendwie. Ja, ja klar, die war jetzt relativ trocken. Ne? Ja. Aber jetzt nicht bist du eigentlich runter, oder André? Kannst du ein bisschen weiter? Schlägt an. Jetzt okay, wenn du einmal unten bist, reicht's. Jetzt bist du unten. Wird jetzt hoch damit. Huch, das fällt dann so. Seite? Eigentlich geht das nicht von alleine auf, ne? Da ist er. Wow. Ja, ja, ja. Weiter. Oh. Hey, wunderschön. Ne? Guck, perfekt. Und, also ich würde sagen, die Ecken sind eigentlich sehr gut. Ey, die Ecken sind, da schneidest du nicht dran. Und das Gewicht, gell? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Nichts passiert. Sehr gut. Ich schmeiß mal auch hier mal zu mir. Nein. Ja, ja, komm, komm. Nein, ist schwer. Komm. Warum? Hey, oder Übung. Gut. Ja. Yeah. Hey, okay. Hey, der ist wunderschön. Der sieht auch richtig gut aus. Ich kann mal die Oberfläche. Perfekt. Du brauchst nicht mal putzen. Nee, reicht? Ja. Das wird reichen. Ich glaube, ich würde es hier einfach mit der Hand probieren, dass man mit der Hand reinkriegt am Ende, weißt du? Ja, aber so sehr, ich bin nicht so ein Freund von Handarbeit. Nein? Also schon, aber. Das ist aber ein extra Griff, ein extra Schritt. Guck mal, das geht wunderbar mit der Hand. Schneller, brauchst du nichts mehr. Sehr genau. Boom. Ja, okay. So, fertig. Müssen wir mal die Zeit stoppen irgendwann wieder. Ja. Ja, genau. Genau. Drüber jetzt. So, jetzt drücken, Kompression. Warte, ich mache mich schwer. Er hat schon ein bisschen mehr Zug, ne? Ja, diesmal ist gut. Wie der erste, ne? Aber muss schon, man sieht, ne? Und die ganz schön dicke Backen machen hier. Noch ein Stückchen, jetzt sind wir unten. Genau. Jo, gut. Umlegen das Teil, das geht ganz einfach. Klappe auf. Ja, es ist ein bisschen schwierig hier. Ja, gut. So, und jetzt?
Jetzt. Wunderschön. Und jetzt leicht zu entfernen. Wunderbar, schnell. Jo, wunderbar. Das mit dem Sand ist eine gute Idee. Wunderbar. Sehr schön. Perfekt.